Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Hermann Hesse. Die Jugend hört auf mit dem Egoismus, das Alter beginnt mit dem Leben für andere. Mir liegt das Politische nicht. Sonst wäre ich schon längst revolutionär. Ein Buch lesen, heißt für den guten Leser, eines fremden Menschen Wesen und Denkart kennenzulernen, ihn zu verstehen suchen, ihn womöglich zum Freund zu gewinnen. Was ist dümmer und macht unglücklicher als Gescheitheit? Beim heutigen Stand der Dinge ist eben doch der Sozialismus die einzige Lehre, die an den Grundlagen unserer falschen Gesellschaft und Lebensweise wenigstens ernstlich Kritik übt. Der Verleger muss mit der Zeit gehen, wie man sagt, er muss aber nicht einfach die Moden der Zeit übernehmen, sondern auch, wo sie unwürdig sind, ihnen Widerstand leisten können. Und sehr viele bleiben für immer an dieser Klippe hängen und kleben ihr Leben lang schmerzlich am unwiederbringlich Vergangenen, am Traum vom verlorenen Paradies, der schlimmste und mörderischste aller Träume ist. Erinnerung heißt die Kunst, einmal Genossenes nicht nur festzuhalten, sondern es immer reiner auszuformen. Aus demselben unwirklichen, magischen Stoff waren nachts die Träume gewoben, ein Nichts, das alle Bilder der Welt in sich enthielt, ein Wesen, in dessen Kristall die Formen aller Menschen, Tiere, Engel und Dämonen als allzeit wache Möglichkeiten wohnten. Alles, was diese Philosophen schreiben, ist nur eine Spielerei, vielleicht trösten sie sich selber damit. Der eine erfindet den Individualismus, weil er seine Zeitgenossen nicht leiden mag, und der andere den Sozialismus, weil er es allein nicht aushält. Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Du hast deine Kindheit vergessen, aus den Tiefen deiner Seele wirbt sie um dich. Sie wird dich so lange leiden machen, bis du sie erhörst. Wer das Denken zur Hauptsache macht, der kann es darin zwar weit bringen, aber er hat doch eben den Boden mit dem Wasser vertauscht, und einmal wird er ersaufen. Suche erkannte Wahrheiten zu verwirklichen. Nicht als Forderung an andere, sondern als Forderung an dich selbst. Die Dichtung schafft einen magischen Raum, in dem das sonst Unvereinbare vereinbar, das sonst Unmögliche wirklich wird. Es gibt in der Ewigkeit keine Nachwelt, nur Mitwelt. Wer an die Zukunft denkt, hat Sinn und Ziel fürs Leben, ihm ist das Tun und Streben doch keine Ruhe geschenkt. Das Glück ist ein Wie, kein Was, ein Talent, kein Objekt. Das echte, Gute ist nie Mode gewesen, aber es lebt. Von den vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern sich aus eigenem Geist erschaffen hat, ist die Welt der Bücher die größte. Seele ist Liebe, Seele ist Zukunft. Und alles andere ist nur Ding, nur Stoff, nur Hindernis, unsere göttliche Kraft im Formen und im Zerbrechen daran zu üben. Nun, die Leidenschaft ist immer ein Rätsel und unerklärbar. Und leider ist es gewiss, dass das Leben seine schönsten Kinder nicht schont und dass häufig die herrlichsten Menschen gerade das lieben müssen, was sie zugrunde richtet. Glück. Der Zustand des still lachenden Einsseins mit der Welt. Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören.
Die Leute, die man sich in ihrer Jugend unmöglich alt denken kann, gerade die geben die besten Alten. Sich wegwerfen können für einen Augenblick, Jahre opfern können für das Lächeln einer Frau, das ist Glück. Solange du nach dem Glück jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein. Ich weiß nicht, ob mein Leben nutzlos und bloß ein Missverständnis war oder ob es einen Sinn hat. Quelle: Das Glasperlenspiel. Es gibt kein Ding, das Nirvana wäre. Es gibt nur das Wort Nirvana. Wenn man darüber redet, wird auch das Einfachste gleich kompliziert und unverständlich. Widerstand stärkt, Hingabe mildert, Bejahen ist Magie. Wir müssen nicht hinten beginnen bei den Regierungsformen und politischen Methoden, sondern wir müssen vorn anfangen, beim Bau der Persönlichkeit, wenn wir wieder Geister und Männer haben wollen, die uns Zukunft verbürgen. Gerade das ist es ja, das Leben, wenn es schön und glücklich ist, ein Spiel. Natürlich kann man auch alles Mögliche andere aus ihm machen, eine Pflicht oder einen Krieg oder ein Gefängnis, aber es wird dadurch nicht hübscher. Heute liegt die politische Vernunft nicht mehr dort, wo die politische Macht liegt. Die Welt ist nicht da, um verbessert zu werden. Auch ihr seid nicht da, um verbessert zu werden. Ihr seid aber da, um ihr selbst zu sein. Du sollst dich nicht nach einer vollkommenen Leere sehnen, sondern nach Vervollkommnung deiner selbst. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.